Genau, ich wollte mal so ein bisschen erzählen und ein bisschen vorstellen, was eigentlich passiert ist. Also heute geht es mal ein bisschen weniger also auch um die Zukunft und vor allem erstmal so ein bisschen um die Vergangenheit. Das letzte Treffen war ja vor einem halben Jahr. Ich finde das übrigens einen guten Rhythmus, das hier jedes halbe Jahr zu machen, wer das noch nicht weiß. Also wir machen jedes halbe Jahr dieses Ding, was sich gezeigt hat, was einfach eine sehr schöne Dynamik erzeugt so über die Zeit. Also könnt ihr euch im Herbst auch schon mal darauf einrichten, dass wir das dann nochmal wiederholen werden. Und ja, was ist passiert? Was ist überhaupt mal passiert? Vielleicht auch nochmal für die Leute, die das alles gar nicht so mitgeschnitten haben. Also ich mache ja schon sehr lange Podcasts und ich komme auch selber aus so einem technischen Hintergrund und habe irgendwie schon immer so dieses Gefühl gehabt, so meine Güte, warum muss denn das alles so kompliziert sein? Das kann doch nicht sein, ja? Weil mit Computern kann man ja eigentlich alles wunderbar automatisieren, nur niemand automatisiert für Podcasting, weil Podcasting gibt es nicht. Ja? Ist ja einfach nicht präsent. Und dann habe ich, glaube ich, angefangen, vor so 5 Jahren Programmierer voll zu quatschen, ob sie sich nicht irgendwie vorstellen könnten und so weiter. Gab dann so verschiedene gescheiterte Versuche, bis ich dann irgendwann auf Erik gestoßen bin, der da ordentlich mitschwang mit der Idee. Und vor 2 Jahren haben wir dann eben diese Strategie entwickelt, naja, lass es uns doch mal aus WordPress heraus probieren, weil einfach WordPress von so vielen Leuten verwendet wird und ist ja, also nicht nur bei Podcastern, ist ja überhaupt eine Verbreitung von, ich weiß nicht, was ist so, 60% aller Webseiten sind WordPress, das ist irgendwie eine ganz absurde Zahl. Ja, ist ein bisschen ruppiges Umfeld, um zu programmieren, aber naja, also da gebührt schon mal besondere Dank und Anerkennung für alle, die sich darin stürzen, ist irgendwie manchmal nicht so schön. Trotz alledem, es ist einiges entstanden und was sich dort halt so abzeichnet, ist eben so die immer weiter Fleisch werdende Vision von einem Podcast-Workflow, so gut man ihn dort eben abgebildet bekommt. Was auch noch ein ganz erheblicher Auslöser war, war das Projekt von Georg Auphonic, was ihr ja sicherlich alle kennt, der mich vor 2 Jahren dann mal irgendwie anrief und meinte so, ja, du hast doch da mal auf dem Hörertreffen dich beklagt, dass alles so furchtbar ist. Wir haben da mal was gemacht. So. Und das war dann auch so ein bisschen der finale Anstoß, um zu sagen, okay, jetzt gehen wir jetzt hier auch mal in die Vollen. Zu meiner größten Beglückung hat das Projekt besonders im letzten halben Jahr enorm Fahrt aufgenommen. Das liegt vor allem auch so an den neuen Mitstreitern, die sich hier teilweise schon gemeldet haben. Also Alex, ich glaube, du bist jetzt ein halbes Jahr oder schon länger, ich weiß nicht, es ist schon fast ein Jahr. Okay, die Zeit vergeht. Also Alex kam dann irgendwann dazu und so mit dieser bestmöglichen Einstellung, so nach dem Motto, ich bin jetzt da, was kann ich machen? Das ist immer sehr gut, ja, weil da haben wir echt eine Menge von der Liste runterzunehmen. Also irgendjemand wollte sich doch hier auch noch einbringen. Wer war das noch? Okay. Wer wollte gerade noch sein PHP-Wissen einbringen? Wer war das von euch? Du warst das? Genau. Ja. Also wir haben da wirklich genug Arbeit zu verteilen auf allen Ebenen. So, jetzt verwenden das ja viele von euch und manche wollen es vielleicht verwenden. Ich wollte jetzt mal so gerade auf das letzte halbe Jahr mich so ein bisschen konzentrieren und was jetzt noch so passiert und was vor allem so konkret passiert ist. Also wir haben, ich muss jetzt hier gerade mal so ein bisschen zum Gedankenstützen nochmal hier meine Release Notes durchrollen. Da steht ja immer eine ganze Menge drin rum. Also ich glaube, das letzte größere Ereignis war das Hinzufügen des sogenannten Contributor-Moduls. Ich geh auch gleich nochmal so ein bisschen in die Software und zeige nochmal ganz genau, wie sich das alles ausprägt. Nur mal so ein bisschen die Geschichte hier abzuzeichnen. Also dieses Contributor-Modul ist so eine der ist eine Implementierung einer der Kernideen, die wir irgendwie so für den Publisher haben. Und das ist einfach, dass wir nicht nur die Sendung modellieren wollen, sondern wir wollen halt auch die Personen modellieren, weil Podcasting ist einfach ein extrem persönliches Medium. Da geht es um Personen, Personen tragen das Ganze. Und was, glaube ich, auch viele von euch gemerkt haben, es gibt eine besondere Affinität irgendwie so zwischen Hörern und den tatsächlich teilnehmenden Personen. Sehr viel stärker, als man das so im Radio hat. Gut, da gibt es manchmal so Radiostars, aber normalerweise weiß man ja immer gar nicht, wer steckt denn eigentlich so dahinter. Und wir wollten das Ganze modellieren und haben dann eben diese Möglichkeit
Möglichkeit geschaffen, dass man eben jetzt nicht nur Sendungen anlegen kann, sondern dass man eben auch Personen anlegen kann. Und das ist dann so über die Zeit immer weiter angereichert worden. Und wir haben da auch noch eine ganze Menge Ideen, wie man das ausbauen kann. Das kam also mit dieser 1.9-Version dazu. Es ist auch immer so, immer wenn wir so hinter dem ersten Punkt eine Zahl hochzählen, dann ist wahrscheinlich wieder irgendwas ganz Schlimmes passiert. Da haben wir irgendwie größere Features hinzugefügt. Nebenbei passiert dann eben in diesen Punkt-Punkt-Releases noch eine ganze Menge Kleinkram. Es lohnt sich übrigens immer, diese Release-Notes durchzulesen und da vielleicht mal so zu schauen, ob man irgendwas übersehen hat. Wir wissen, dass wir mit der ganzen Dokumentation von dem Kram noch nicht so weit sind. Wir haben so eine Roadmap, die jetzt für ein paar größere Sachen jetzt immer ein Major-Release vorsieht. Da gehe ich auch nachher nochmal zu ein. Und wer schon mal genau hingeschaut hat, wird sehen, unsere Versionen heißen ja auch immer 1.9 und 1.10 Alpha. Ja. Alpha ist es einfach deshalb, weil wir selber noch unzufrieden sind mit dem Zustand der Dokumentation, der Übersetzung und der gesamten User Experience. Und wir haben so beschlossen, dass wenn wir das dann mal gebacken bekommen in einem Release, das mal alles richtig ordentlich zu machen, dann lassen wir auch das Alpha fallen. Obwohl das Ding technisch eigentlich schon relativ stabil ist und weit von einer theoretischen Alpha-Version entfernt ist. Ja, dann gab es vor... wie lange ist das jetzt her? Ein, zwei Monaten, glaube ich, ne? Haben wir die 1.10 Release rausgehauen. Und hier haben wir was ganz Tolles eingebaut, nämlich das mächtige Template-System. Wir bedienen uns da einer Template-Sprache, die so in diesem PHP-Universum recht verbreitet ist, das heißt Twig. Und mit dieser Template-Sprache können wir auf die Interna des Publishers zugreifen. Das heißt, alles, was man dort an Metadaten vorgehalten hat, lässt sich dann quasi mit so einer eigenen Programmierung abfragen. Wer also schon immer mal davon geträumt hat das wäre ja schön, wenn das und das hier und da angezeigt werden würde, ja, und dann ein bisschen daran verzweifelt ist, dass das nicht schon von vornherein so aussah und dass es auch sonst irgendwie keine Shortcodes gab, mit denen man das machen kann. Im Prinzip geht mit dieser Template-Sprache alles. Und das, was noch nicht geht, da soll man sich dann schnell mal melden, dass man das gerne machen wollen würde. Dann bauen wir das noch ein. Das ist sozusagen eine logische Strukturierung auch der Software selber, dass sie sich diesem Template-System gegenüber schön modular und abfragbar verhält. Und dann kann man eben als Anwender selber mit dieser Template-Sprache diese ganzen Informationen da rausholen. Man kann über alle Personen rüberlaufen, man kann über alle Episoden machen, man kann Archivseiten machen, man kann Personenübersichten machen. Also da gehen wirklich sehr viele lustige Sachen und in Zukunft werden dann noch sehr viel mehr Sachen gehen. Also das waren so die großen Sachen, begleitet von einer Myriade von Kleinigkeiten, die da noch mit dazugekommen sind und weiteren Verbesserungen. Dieses Template-System ist selber gerade in so einem Zustand, wo ich sagen würde, das, was wir jetzt ursprünglich damit angestrebt hatten, das geht. Zum Beispiel haben wir alles, was vorher so an fertigen Listen da war, so mit, was weiß ich, die Liste der Teilnehmer, eine Liste von allen Feeds und so weiter, also alles, was man irgendwie mit so einem Shortcode hat machen können, das ist intern jetzt auch mit dieser Template-Sprache realisiert worden. Also wir haben viel handgestrickten Code, der irgendwelche Dinge tat, ersetzt durch diese Template-Sprache nach diesem Eat-Your-Own-Dog-Food-Prinzip. Also wenn man das irgendwie dann auch selber intern verwendet, dann funktioniert es dann vielleicht am Ende auch. Ja, das vielleicht mal so als kurzer Überblick, was überhaupt passiert ist. Es stehen jetzt auch noch ein paar größere Änderungen für die Zukunft an, aber das mache ich vielleicht mal am Schluss. Ich will jetzt noch mal so ein bisschen konkreter werden und mal ein bisschen zeigen, wie ich das so verwende. Ich habe ja hier so meine Meta-Ebene-Universum und was vielleicht nicht alle wissen, das ist alles eine einzige WordPress-Installation. Das heißt, ich habe ein WordPress, mit dem ich alle meine Blogs und alle meine Podcasts mache. Mit der einzigen kleinen Ausnahme von Raumzeit, aber das kommt da jetzt demnächst auch wieder mit rein. Und das kann man dann hier auch schön sehen, dass ich hier in dem Menü halt so eine etwas längere Liste habe eben von allen Projekten. Also alles, was in irgendeiner Form
von mir mal publiziert wurde oder noch publiziert wird, ist halt hier irgendwie drin. Und teilweise sind es auch noch so ein paar Testsachen und so Experimente, die ich da aufgesetzt habe. Ich habe jetzt mal hier Logbuch Netzpolitik genommen. Das ist so der Podcast, der eigentlich das Glück hatte, so von Anfang an konsequent mit Kapitelmarken gemacht zu werden. Also das war schon immer eine sehr metadatenreiche Geschichte. Was ist das beste Beispiel? Ja, ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Vielleicht nochmal kurz, also meldet euch da nochmal. Also wer von euch setzt den Publisher jetzt schon ein, so richtig aktiv, genau so. Und wer hat das auf jeden Fall vor, demnächst zu tun? Und wer tut es nicht? Aha. Und okay, das ist doch schon mal eine ganz gute Quote. Dann erkläre ich das einfach auch nochmal so ein bisschen, so wie das so gedacht ist. Also, wenn man den Publisher installiert, dann kriegt man diesen neuen Menüeintrag, also genau genommen zwei neue Menüeinträge hinzu, nämlich einerseits diesen Episodenteil da oben und den eigentlichen Podlove-Teil da unten. Das mit den Episoden taucht halt deshalb auf, weil wir von vornherein Podcasts von Blog-Einträgen trennen wollten. Warum? Weil es was anderes ist. Das ist so eine Sichtweise, die ja nicht so verbreitet war, und das hatte auch, brachte immer viele Probleme mit sich. Wenn man es nämlich irgendwie miteinander vermischt, vermischt man meiner Meinung nach einfach so Dinge, die so erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Man macht zwar auch einen Blog-Eintrag, um einen Podcast bekannt zu geben, aber der eigentliche Inhalt ist ja nicht dieser Blogbeitrag, sondern der Inhalt ist eben dieser Podcast. Und ich fand es irgendwie relativ wichtig, dass man das voneinander trennt. Zumal uns das jetzt in zunehmendem Maße Freiheiten gibt, Dinge zu tun, die man jetzt so mit Blogbeiträgen so nicht machen kann. Ein Feature, was zum Beispiel irgendwann mal kommt, also da denken wir schon ein bisschen länger drüber nach, ist ein bisschen knifflig, ist sowas wie eine Live-Sendung ankündigen. Ja, ich werde morgen eine Sendung machen. Niemand würde in seinem Blog ankündigen, dass er morgen einen Blog-Eintrag veröffentlicht. Ja, das ist Quatsch, also zumindest nicht unter demselben. Also, hallo, ich bin schon mal der Platzhalter für den Text, der hier morgen stehen wird. Macht keiner. Aber so eine Sendung ankündigen macht sehr wohl Sinn. Also wir wollen irgendwann so das Feature haben, dass man sagen kann, es wird eine Live-Sendung geben, und dann ist mit dieser Episode auch erstmal der Zustand verbunden mit mich wird es geben, aber mich gibt es noch nicht, aber mich gibt es irgendwann um Uhrzeit sowieso. Und der Webplayer ist dann eben nicht das Abspielen von einer fertigen Aufzeichnung, sondern der Webplayer zählt dann quasi die Zeit runter, bis die Live-Sendung anfängt, und startet sich dann irgendwie automatisch und macht den Stream. So zum Beispiel. Muss man mal gucken, wie man das machen kann, aber so in diese Richtung soll es halt gehen. Zweiter Vorteil ist natürlich, dass wenn man sich jetzt hier die ganzen Episoden anschaut, dass man natürlich dann auch eben das Ganze unvermischt mit Blog-Einträgen bekommt. Hier sieht man jetzt schon, dass wir hier sehr akribisch auch die Kontributoren mit erfasst haben, die ja hier in dieser Liste mit angezeigt werden. Ich sehe gerade, wir müssen mal die Tags ein bisschen nachpflegen, da haben wir etwas nachlässig geworden in letzter Zeit. Und hier befindet sich dann entsprechend die Liste der Personen selber. Das ist hier die Kontributorenliste. Da gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Da kann man dann eine ganze Menge lustiger und netter Sachen machen. Insbesondere sind die Kontributoren jetzt auch sehr interessant für die Templates. Also das zeige ich auch gleich. Das Podlove-Menü hier unten, das ist halt das, was man so als erstes betreten sollte, um den Podcast überhaupt erstmal aufzusetzen. Da hat sich jetzt in letzter Zeit auch eine Menge getan. Es gibt jetzt hier dieses nette Statistik-Tool, ja, was hier irgendwie auch schon so mit pfiffigen Gender-Statistiken daherkommt und einem mal sagt, wie lang so die Sendungen im Durchschnitt sind und so. Das werden wir auch noch ein bisschen ausbauen hier. Ja, also man sieht hier, die Quote könnte besser sein. Ja, wir arbeiten dran. Könnte auch schlechter sein, ja. Aber nicht viel. das hier ist das neue Feed-Widget, das hat auch Alex gemacht. Das ist so vielleicht noch nicht ganz da, wo es sein muss. Guck mal, Alex, siehst du das hier? 0 Bytes irgendwie, was ist das denn hier? Das ist irgendwas braun. Ja, also
das haben wir auch genau gemacht, selber so ein bisschen so, um dieses Debugging zu machen, weil manchmal, wenn man veröffentlicht was, dann taucht das irgendwo nicht auf und dann weiß man nicht, ist das jetzt in den Feeds drin oder ist es nicht in den Feeds drin. Also da kann man noch ein bisschen was tun, aber hier soll man zumindest schon mal so ein bisschen den Blick haben, was das System selber so meint. Und diese Validation da hinten ist tatsächlich die Validierung von außen durch diesen feedvalidator.org. Der hat so eine API und der Publisher selber ruft quasi durch den Feedvalidator seinen eigenen Feed auf und lässt den durchprüfen und guckt, ob der sagt, dass es okay ist. Ist doch so, ne? Habe ich richtig erzählt. Genau. Und hier ist jeder Feed auch deshalb nochmal doppelt, weil ich in meinem Fall immer noch diese Redirect auf Feedburner habe. Das heißt, er checkt sowohl den internen Feed als auch den Feedburner-Feed, sodass man dann auch sehen kann, so, oh, da gibt es aber eine Inkonsistenz. Ja, was weiß ich, die letzte Sendung in meinem Feed ist die, aber Feedburner hat sich nicht aktualisiert. Sowas könnte man zum Beispiel hier erkennen, wenn es soweit ist. Das ist nämlich auch so eine typische Falle. Woran liegt das dann meistens? Weil Feedburner ist so eine Zicke, der irgendwie so, das sind aber mehr als 512 Kilobyte und irgendwie mehr kann man im Internet nicht abspeichern und hört dann einfach auf zu aktualisieren und solche Sachen. Also ich kann Feedburner ohnehin nicht empfehlen und was Statistiken betrifft, haben wir auch einen Plan. Dieses Log hier unten, schaut euch das nicht zu sehr an. Das ist noch nicht so in der Form, wie es sein sollte. Grundsätzlich soll das demnächst aber nochmal sehr nützlich werden und auch deutlich übersichtlicher und einfühlsamer. Da wird man dann in Zukunft auch besser ablesen können, wenn so Module vom Publisher Aktivität gezeigt haben. Was weiß ich, man veröffentlicht eine Sendung. Eine Viertelstunde später geht dann was auf app.net oder Twitter raus, dann würden sich diese Module hier dann melden und sagen, ich habe das jetzt auch versendet. So, also dass man einfach so einen Blick hat, was ist los. Und dahinter steckt auch noch eine zweite Idee, das ist so eine der Features, die fürs nächste halbe Jahr geplant sind, nämlich das sogenannte Konfliktsystem. Konfliktsystem ist ein System, was versucht, so eine Art Eigendiagnostik voranzutreiben. Das heißt, jedes System, jedes Subsystem kann bestimmte Anforderungen definieren, so einen Test machen und sagen, also meiner Meinung nach müssten die Dinge irgendwie so sein, so, testet es und wenn es nicht so ist, dann beklagt sich dieses System und dann taucht das hier in so einer Liste von Konflikten auf. Beispiel, man hat eine Sendung veröffentlicht, 4, 5 Dateien liegen auf dem Server. Irgendwann geht der regelmäßige File-Checker da mal rüber und stellt fest, es fehlt eine, weil man, was weiß ich, eine gelöscht hat auf dem Server, weil der Server nicht erreichbar ist. Irgendwas, also irgendwas fehlt. Ja? Darf nicht sein. Dann würde das Konfliktsystem sich melden und sagen, da ist was braun. So. Und beim nächsten Check, wenn es wieder da ist, würde dieser Konflikt wieder verschwinden. Aber so kann man quasi dann immer wieder ins System gehen und sagen, ist hier irgendwas in Condition Red oder Condition Yellow? Muss ich mich darum kümmern oder nicht? Und dann soll das System also auch akute Selbstheilungskräfte haben. Es soll auch so Konfigurationshilfen geben. Was weiß ich, sowas wie, du wolltest immer für jede Sendung eine eigene Lizenz vergeben, aber hier fehlt eine und sowas. Ja? Also dass man auch so seine eigenen Vorlieben und wie man das gerne machen möchte. Ja, ich will immer einen Untertitel gesetzt haben. So könnte man ja irgendwo einstellen. Und da gäbe es dann halt entsprechend ein Modul, was sagt, du willst immer Untertitel haben, hier fehlt der Untertitel aber. So, und dann weiß ich, klar, vergessen einzutippen, kein Problem, kurz mal nachfüllen, zack, speichern, schwupp, und schon verschwindet diese Meldung. Also es ist so eine Art Warntafel, wo immer draufsteht, was irgendwie noch nicht in Ordnung ist, die man im Idealfall halt quasi auf null zusammenkürzen möchte. Und dieses Log-File ist dann eben so mehr, was so passiert ist. Also das wird noch ein bisschen Verbesserung erfahren. Hier haben wir ja schon relativ früh, zumindest für dieses Problem der fehlenden Dateien, schon eine entsprechende Übersicht gemacht. Also diese Asset Validation, das bedeutet ja nichts anderes als, es sind hier Dateien diesem Podcast zugeordnet und jeder Episode und wir checken mal regelmäßig durch, ob die auch alle da sind. Und wenn hier überall alles grün ist, dann ist alles super. Und wird natürlich in zunehmendem Maße unübersichtlich und ist eigentlich viel interessanter, dass einem irgendwas sagt, naja, alles ist super, außer hier, da fehlt was. So, jetzt muss man hier halt irgendwie mehrere Bildschirmseiten durchscrollen. Gut, aber das war ja auch relativ am Anfang schon dabei und sehr wichtig fürs Debugging. Das wird alles noch viel toller und viel schöner. Dann
hat sich auch das ganze Setup so ein bisschen verändert. Wir haben jetzt hier alles mehr so in Tabs aufgegliedert, damit das mal ein bisschen übersichtlicher ist, dass man mal ein bisschen besser erfasst, was hier eigentlich Sache ist. Vielleicht hier mal kurz durchmarschiert. Also man kann hier natürlich so diese Klassiker, Titel, Subtitle, Summary. Das ist ja auch so unsere Grundidee, dass wir eigentlich alles immer so in dieser heiligen Trinität beschreiben wollen. Ja, das machen wir auch bei Episoden. Das werden wir demnächst auch noch bei Kontributoren einführen und so. Das ist ganz gut. Sprache kann man natürlich setzen. Dann gibt es hier die Einstellung für, wo sind denn meine Files? Ja? Ja, ganz kurze Frage. Ja. Bei der Description. Ja. Wenn du da Title, Subtitle und Description reinschreibst, Summary. Das ist sozusagen ein statischer Inhalt, der dann im Verzeichnis, aber nicht pro Episode wieder neu aufkommt. Na, das ist jetzt, wir sind jetzt gerade bei der Beschreibung des Podcasts als solchen. Und die erscheint, die ist, wird in den Feed eingefügt und die erscheint zum Beispiel im iTunes-Verzeichnis genauso. Ja, du hast den Titel, der Untertitel wird angezeigt und wenn du dir irgendwie mehr Beschreibungen holen willst, dann holt er das aus dieser Summary heraus. Ne? Das ist auch, also wir waren da von Anfang an extrem konsequent, das so zu machen. Und das hat auch noch einen anderen Grund. Also einerseits nicht nur, weil das so bei iTunes ist, sondern weil es auch grundsätzlich einfach sinnvoll ist für unterschiedliche Wiedergaben. Es gibt Player, die haben irgendwie so eine Bildschirmzeile, ja, da passt gerade mal ein Titel rein. Dann gibt es mehr so eine Listendarstellung wie in so einem Archiv, da kriegt man auch noch einen Untertitel mit rein. Aber dann hat man eben so einen, hier ist die ganze Episode, da will man auch noch die lange Beschreibung haben. Also es gibt immer wieder unterschiedliche Kontexte, wo man Informationen dargestellt wissen will. Und wenn man das immer in diesem Grundaussage etwas mehr und alles, was es dazu sagen gibt, in diese drei Teile aufteilt, dann hat man einfach immer so die Ressource, mit der man das irgendwie richtig darstellt. Darstellen kann. Ne? Und das sehe ich halt auch genauso dann für Episoden, für Personen und für all die anderen Elemente, die wir in Zukunft vielleicht auch noch mit hinzufügen. Ja, hier Medien, also hier ist jetzt erstmal nicht mehr drin als diese Upload-Location. Das ist so ein Bereich, der wird sich demnächst auch noch etwas flexibilisieren. Wir überlegen, mehrere Locations vorzusehen und auch eine etwas zentralere Konfiguration, dass wenn man dann zum Beispiel mal auf einen anderen Server umziehen muss oder wenn man irgendwie noch einen Backup-Server hat oder ein Mirror oder was weiß ich, die neue Datei, die soll auf diesem schnellen, aber super teuren Server laufen, damit sie immer schnell ausgeliefert wird, aber meine Sendungen von vor 5 Jahren, die müssen jetzt nicht auf so einer Gigabit-Kiste rumliegen, dass man dann eben irgendwie sowas machen könnte. Das müssen wir noch feintunen, wie man das macht, aber das ist so die Idee dahinter, dass dieses Ganze, wo sind denn meine Dateien, Management noch ein bisschen besser macht. Wir haben auch schon viel darüber nachgedacht, wie man in Zukunft so Orte unterstützen kann, wo man solche URLs nicht so unter Kontrolle hat. Ja, wir haben ja immer so diese Annahme, dass die Datei einen bestimmten Namen hat, aber wenn man jetzt auf irgendwelchen komischen File-Storages, die das so selber verwalten, das machen will, dann läuft man da ein Problem. Also wir haben schon mal überlegt, so bei up.net zum Beispiel die Podcast-Files abzulegen, weil wenn man da einen Account hat, kriegt man ja auch gleich Storage mit dazu. Aber man hat leider keine Kontrolle darüber, wie die Dateien da heißen. Also muss man da irgendwie so ein Voodoo-Mapping machen. Das ist alles noch ein bisschen schwierig. Naja, dann haben wir jetzt hier auch so einen neuen Lizenz-Picker. Den hat Alex hier eingebaut, mit dem man sich so seine Lizenz einsetzen kann. Da ist jetzt viel passiert. Wir haben jetzt auch so den Lizenzaustausch mit Auphonic jetzt endlich auf die Reihe bekommen und wollen da auch künftig noch ein bisschen mehr Detail machen, weil das ist, man läuft da mal so ein bisschen schnell dann vorbei, aber so ganz so unwichtig sind diese Lizenzen nicht. Irgendwann werden wir auch mal dahin kommen müssen, Teile eines Podcasts unterschiedlich zu lizenzieren und so weiter, wenn da so Musik noch mit reinkommt und so, kann ja alles passieren. Dieser Directory-Eintrag sind so im Wesentlichen die Informationen, die halt in solche Verzeichnisse einfließen. Das ist jetzt im Wesentlichen von dieser iTunes-Realität geprägt. Das wird demnächst noch ein bisschen ziselierter sein, dass wir auch andere Verzeichnissysteme konkreter unterstützen. Also es wird dann so separate Plugins geben für iTunes-Verzeichnis, für Podstar, Podcast.de, Miro, was da alles noch so rumschwebt, Hörsuppe meinetwegen auch noch. Ja, also all das könnte hier noch mit reinkommen. Das verwirrt manche, aber es ist wichtig, dass man das hier alles richtig eingibt.
Wir haben hier so übrigens auch, wenn die Podcasts dann zu Ende sind, gibt es ja auch noch so ein schönes Podcast-Complete-Feld. Das ist so eine neue iTunes-Extension, wo man sagen kann, dieser Podcast kriegt keine Updates mehr. Ja. Der Feed-Validator spinnt dann irgendwie rum und meint, alles wäre kaputt und furchtbar. Das ist das Problem da draußen. Was man auch machen kann, ist, dass man jetzt Personen zuordnen kann zu einem Podcast. Das ist noch so ein bisschen brüchig, weil derzeit landen die alle im Feed. Das soll eigentlich so nicht sein. Aber worum geht es hier? Hier geht es einfach darum, auch eine Zuweisung zu machen mit, wer ist für diesen Podcast verantwortlich? Wer übernimmt hier welche Rolle? Ja? Also hier kann man auch Leute, die, was weiß ich, das Design gemacht haben, das Intro gemacht haben, alles hier mit einbauen. Kann so jeder halten, wie er will. Auf die Sache mit Gruppen und Rollen bei Kontributoren gehe ich gleich ein. Für Flatter haben wir ja natürlich diesen speziellen Support, allerdings auf Podcast-Ebene noch nicht so richtig umgesetzt. Kann man zwar eingeben, wird aber noch nirgendwo benutzt. Und gucke mal, hier habe ich das noch gar nicht eingetragen, kann ich gleich mal zeigen. Also hier kann man halt mal schön dann auch für den Podcast die Accounts angeben. Also dass man das für Personen machen kann, ist das eine, aber ein Podcast ist ja auch selbst immer in irgendeiner Form präsent. Kann ich halt sagen, jetzt hier auf Twitter, im Netzpolitik und auf up.net Logbuch Netzpolitik. So. Und dann habe ich das an der Stelle auch. Das taucht jetzt noch nicht automatisch irgendwo auf, aber ich kann das mit Templates irgendwo reinschmieren. Und demnächst gibt es da sicherlich auch irgendwelche Defaults und so. Wir haben derzeit so im Prinzip so einen freien Wettbewerb. Die Leute, die sich mit diesen Templates genauer beschäftigen, sollen jetzt auf Ideen kommen, was man noch alles irgendwie wie anzeigen könnte, damit wir dann in Zukunft vielleicht solche Templates standardmäßig mit ausliefern können oder vielleicht so ein zentrales Template-Repository machen können. Kann ich mir alles vorstellen. Genau. Und dann halt auch die Sache für Donations, das sehen wir gleich nochmal bei den Kontributoren. Wenig verändert hat sich hier bei diesen Assets, aber hier ist auch nochmal ein bisschen was zu erzählen. Für die Leute, die dieses Konzept noch nicht so richtig erfasst haben. Assets sind Dateien, die zu einer Episode gehören. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine neue Sendung ausliefere, muss die ja durch irgendetwas repräsentiert werden. Ein Audio-Podcast braucht auch eine Audiodatei, wo halt der Inhalt einfach drin ist. Aber aus verschiedenen Gründen möchte man eben vielleicht auch mehr als nur eine Datei haben. Das ist so in der Podcast-Landschaft nicht unbedingt überall so hip, weil viele denken sich so, ach, wieso hier, MP3 passt schon und so weiter, dann habe ich nur eine Datei, dann ist das alles nicht so kompliziert. Kann ich auch verstehen. Gibt aber auch viele gute Gründe, mehrere Sachen zu machen. Erstmal natürlich immer noch dieser sich zwar verbessernde, aber trotzdem noch vorherrschende, eklatante Wirrwarr im Bereich Formate, also deswegen hier MP4, MP3 etc., Opus und Vorbis wird von mir separat angeboten. Und außerdem benutze ich hier auch noch diese Fähigkeit von Auphonic, eine MP3-Datei auf Wunsch auch noch in einzelne, an den Kapitelmarkengrenzen in einzelne MP3-Dateien aufzuteilen und das Ganze nochmal als ZIP-Archiv einzupacken. Warum? Es gibt Leute, die laden sich das runter und brennen sich das dann auf eine CD und hören sich das im Auto an und haben dann quasi jedes Kapitel als eigenen Track. Mich kostet das nichts. Ich baue das hier ein, ich habe dann Feed für fertig. Ja, also wunderbar. In früheren Versionen vom Publisher hatten wir das mit den Kapitelmarken so gelöst, dass man diese Kapitelmarken in eine separate Textdatei mit auf diesen Server wirft und das ist dann quasi die eigentliche Quelle. Warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, weil Auphonic konnte halt mit Kapitelmarken umgehen, wir konnten das selber intern noch nicht. Und dann war das quasi so im Workflow für uns so der Weg so, Auphonic macht die Kapitelmarken, legt sie dahin, wo die anderen Dateien auch sind und wir zeigen dann da drauf. Und der Webplayer hat sich das direkt von da geholt. Das hat zwar funktioniert, aber das hat auch so ein paar Nachteile. Und mittlerweile ist es so, dass wir das nicht mehr empfehlen. Das funktioniert zwar noch und wenn ihr das noch so macht, da geht jetzt auch erstmal nichts kaputt, aber es gibt einen besseren Weg. Der bessere Weg heißt Manual Entry. Man musste ja bisher
hier, damit aus so einer Datei auch wirklich die gültige, also dass die wirklich so die gültige Quelle sind für die Kapitelmarken, müsste man halt dieses Asset dann hier auch auswählen. Ne? Also wenn man das nicht gemacht hat, dann hat das ja immer nicht funktioniert. Das ist auch so ein Number One Feature Support Request, haben wir immer wieder. Wenn ich aber jetzt hier auf manuelle Eingabe umgehe, dann kann ich die Kapitelmarken direkt in den Publisher reintun. Warum sollte man das machen? Das Ding ist, dass sich dieser ganze Workflow so ein bisschen umgedreht hat. Vor einem Jahr und anderthalb Jahr war das immer so, erstmal zu Auphonic gehen, da hochladen, Kapitelmarken eintragen, alles generieren und dann geht man so hier in den Publisher rein und sagt, ja, hier sind die Kapitelmarken, jetzt hier kriegst du noch die restlichen Informationen, publizier mal. Jetzt haben wir aber eine Auphonic-Integration im Publisher, die ich auch gleich nochmal zeigen werde, wo wir quasi eigentlich viel besser funktionieren, wenn wir der Ort sind, also wenn der Publisher der Ort ist, wo die Informationen zuerst eingegeben werden. Weil wir können dann alles an Auphonic so übergeben, wie es nötig ist. Das heißt, man muss bei Auphonic nicht mehr so viel manuell machen, sondern macht das einfach im Publisher und Lizenz und Titel und Cover und der ganze Kram wird alles übergeben. Die Cover stimmt gar nicht, das muss man aus dem Preset noch holen, aber das kommt auch noch. Und auch die ganzen Kapitelmarken können mit übergeben werden. Das heißt, wir speichern jetzt die Kapitelmarken bevorzugt da, wo wir auch alles andere speichern. Kapitelmarken sind eine ganz wichtige Sache und in Zukunft wird das auch nochmal eine richtig super wichtige Sache werden, wenn die ganze Timeline kommt. Die Feeds kann man dann sich halt so einrichten, also man kann zu jeder Mediendatei, die man hat, im Prinzip einen eigenen Feed machen. Ich habe zum Beispiel jetzt für diese ZIP-Datei keinen eigenen Feed, aber die wird als Download einfach angeboten. Wer die haben will, kann sich das so runterladen. Das braucht man jetzt nicht unbedingt als Feed, aber hier habe ich halt verschiedene Feeds. Hier hat sich so ein bisschen was getan, dass es hier so ein Default gibt, für wie viele Einträge sollen da drin sein. Das ist ja auch nochmal so ein Problem. Die Anzahl der Einträge... Eigentlich will man ja alle da drin haben. Wenn man aber sowas wie Feedburner benutzt, habe ich vorhin schon erzählt, dann werden die Feeds unter Umständen zu groß. Also so richtig lange Podcasts mit viel Beschreibung und so weiter erzeugen dann teilweise Feeds, die einfach so im Multi-Megabyte-Bereich sind. Wenn sich das dann irgendwie alle 20 Minuten jemand zieht, so, dann erzeugt das einfach schon eine ganze Menge Last auf dem Server und einfach alles zu groß. Deswegen möchte man die eigentlich kleiner halten. Wir haben jetzt so ein neues Feature eingebaut, das heißt Paged Feeds. Das heißt, der Feed selber ist irgendwie klein und verweist dann auf so einen zweiten Teil, auf eine zweite Seite, wo dann die nächsten drin stehen und da stehen dann wieder ein Link auf die dritte und eine vierte und fünfte, so lange, dass man so eine ganze Kette von einzelnen Feedpages hat und wenn ein Client das unterstützt, dann kann er immer noch alles sehen, obwohl man in dem eigentlichen Abo-Feed, der immer noch sehr klein ist, nur wenige drin hat. Das ist jetzt so ein bisschen technischer Klimbim. Wir haben das einfach mal implementiert. Martin hat es dankenswerterweise auch in Instacast implementiert. Alle anderen Podcast-Clients auf diesem Planeten meines Wissens können das noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob wir da in der Lage sind, einen Weltstandard zu setzen, aber man muss es ja zumindest mal probieren. Auf jeden Fall ist in den Feeds dadurch eben automatisch eigentlich immer alles drin. Ob die Software das dann auch alles findet, ist eine andere Frage. Wie bin ich eigentlich in der Zeit? Schlecht oder sehr schlecht? Du hast noch so 20 Minuten. Ah, okay. Gut, zum Webplayer sage ich gleich nochmal was. Die Templates, das zeige ich gleich nochmal ein bisschen genauer. Da kann man halt jetzt hier so richtig die Template-Keule schwingen und ich werde gleich mal hier was zeigen. Ich habe nämlich hier mir mal so eine eigene Archivseite gebaut, weil mir so die Default-Liste, wie sie vom Publisher rausgeworfen wird, mir so ein bisschen zu, die fand ich irgendwie doof. Hab mir dann mal hier von Sven die Idee geben lassen, wie man das machen können. Der macht das ja dann mal gleich ganz schick. So, und so wollte ich das dann irgendwie haben. Ne? Also Sendungstitel, Veröffentlichungsdatum mit so einem schönen Kalender, Icon daneben, dann die Dauer auch mal schön so mit ausgeschriebenen Worten, ja, so eine Stunde. Wieso ist das eigentlich auf Englisch? Ah, das kann ich gleich fixen.
Na, und wenn es halt weniger als eine Stunde ist, dann steht da nicht 0 Hours, sondern steht das dann halt nicht. Also so eine Sache, ne, also diese kleinen Feinheiten, die es dann irgendwie auch nett machen. Und natürlich dann auch immer so die Liste der Teilnehmer mit Namen und mit Bilderchen und so, wo man dann eben auch schön mal senden kann, gucken kann, so, ah, die haben doch mal eine Sendung mit dem Ströbele gemacht, welche war denn das? So, und dann findet man das hier einfach auf Anhieb. Bisher haben die Personen immer komplett gefehlt, aber es ist einfach, meistens ist es genau das, wonach man sucht. So, der war doch mal zu Gast und so weiter und steht dann einfach nicht drin. Das kann man jetzt irgendwie alles haben. So, gibt's diese Liste so out of the box? Nee, gibt's nicht. Habe ich mir jetzt mal selber gebaut. Und ich zeige das mal kurz, wie das aussieht. Muss hier, glaube ich, mal auch auf die neueste Version gehen. Ich hole mir das mal hier kurz in so einen Editor raus, damit man das mal... Was ist mit Erik eigentlich los? Das sehen wir auch. Du kannst ja mal irgendwelche Kontaktaufnahmen vornehmen. Ich kann mich da parallel nicht drum kümmern. Oder warte mal, habe ich das hier nicht sogar? Hier. Quatsch. So. So, das ist jetzt so ein bisschen der Hardcore. Ich weiß, das spricht jetzt nicht unbedingt jeden an, aber ihr wolltet das ja so. Kann man das irgendwie halbwegs gut sehen? Genau. Also, ich will jetzt hier nicht die Templates im Detail erklären, aber ich bin gerne bereit, heute einen Workshop zu machen zu dem Thema Templates und da mal alles zu erklären, was darüber zu wissen gibt. Aber nur mal so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, was man damit Schickes machen kann. Ja? Also erstmal kann ich hier andere Templates auch noch mit einbinden. Also ich kann mir so Standard-Templates machen, wo so Funktionen drin sind, die ich überall in anderen Templates verwenden möchte, kann die einfach importieren, kann mir so Variablen setzen für Dinge, wie groß hätte ich denn gerne meine Icons zum Beispiel in diesem Fall. Und dann schreibt man halt einfach das HTML, was man gerne in der Webseite sehen möchte. Und in diesem Fall ist es halt diese Tabelle, diese Übersicht, die ihr da gerade eben gesehen habt. Und dann immer, wenn diese geschweifte Klammer auf Prozentnummer kommt, dann ist das diese Twig-Sprache. Also an der Stelle wird es intelligent. Und dann hat man eben hier solche Möglichkeiten zu sagen, iteriere doch mal hier über alle Episoden. Also nehm aus meinem Podcast alle Episoden und lauf diesen Block darunter für jede einzelne einmal durch. Ne? Also einfach so eine normale Schleife, wie man das so aus der einfachen Programmierung her kennt, und dann kann ich halt in dem Kontext jeweils einer Episode mir von dieser aktuellen Episode immer die entsprechenden Metadaten geben lassen. Ja, gib mir mal hier den Slug, also das, was da so dieser Name des Podcasts ist. Hier gib mir mal das Bild von dem, das Episodenbild, und wenn es keins gibt, gib mir den Fallback von dem Podcast-Bild. Benutze hier diese Variable für die Größe des Icons. Und so weiter, die URL, der Titel, dann habe ich mir hier noch so ein eigenes Template gebaut, um diese schicken Datumsanzeigen und Zeitanzeigen zu machen. Kann ich auch gleich nochmal zeigen, wie ich das gemacht habe. Dann wird hier noch der Subtitle gezeigt und wenn gewünscht, dann eben auch noch die Kontributoren. Nicht? Und dann innerhalb der Episode kann ich dann wiederum nochmal so eine Schleife machen mit, baue mir mal so eine Schleife, gib mir alle Kontributoren dieser Episode und das vielleicht sogar noch gefiltert nach einer bestimmten Gruppe und nach einer bestimmten Rolle. Sage ich gleich noch was zu. Ja. Und dann kann ich hier wiederum auf den Namen zugreifen und gebe den aus. Und hier oben kann ich dann auch dasselbe machen mit dem Avatar und ein schönes Bildchen draus machen. Also das zeigt schon mal so in etwa, und das ist im Prinzip alles. Dann kommt nur noch so ein bisschen CSS hinterher, damit das irgendwie alles so schick aussieht, und das war's. Das war jetzt so ein bisschen Fummelei und ist jetzt auch nicht für everybody. Nur man weiß, dass es geht. So, und man kann sich das zur Not eben auch von jemand anders machen lassen. Also ich wünsche mir, dass wir so in dieser ganzen Community mehr Leute haben, die mit Templates rumspielen, schicke Sachen machen, das dann vielleicht anderen Leuten zur Verfügung stellen und vielleicht bauen wir irgendwann mal so ein Repository auf von tollen Templates. Vielleicht noch gleich dieses andere Template, was ich hier so für diese Stunden und
Hallo? Was ich für die Stunden und für das, also für die Dauer und für die, da ist es. Das ist so dieses Makro, was ich da an der Stelle reingeholt habe. Da kann ich dann hier auch so Mehrsprachigkeit einbauen, dass ich hier so als Parameter noch eine Sprache übergebe. Sowas habe ich mir hier gebaut. Wie gesagt, ist alles mein eigenes Gebastel. Das muss man nicht machen, aber man kann es machen. Ups. Und hier mache ich halt so diesen Voodoo mit. Ja, wenn die Stunde 1 ist, dann bitte im Singular. Und ansonsten, wenn sie irgendwie größer 1 ist, dann schreibst du es hin. Ansonsten bleibt es halt komplett weg. Dasselbe hier nochmal mit Minuten. Ja, und dann hat man das einfach mal so schick. Also da geht was. Also auf Basis dieser Templates werden wir dann so ein bisschen erforschen, wie Leute eigentlich wirklich ihre Podcasts angezeigt bekommen wollen. Genau, und jetzt nochmal zu den Kontributoren. Was kann man jetzt hier einstellen? Es gibt da unten im Podlove-Menü gibt es diese Kontributor-Settings. Da gibt es dann erstmal Defaults. Defaults heißt einfach, wenn ich eine neue Episode anlege, welche Leute sollen da von vornherein eingetragen werden? Weil üblicherweise hat man ja bei einem Podcast eigentlich sowieso mehr oder weniger immer dieselbe Team. Oder zumindest einen Moderator, Moderatorin, was auch immer. Das kann man hier irgendwie alles einstellen. Und außerdem kann man eben hier auch noch eine Liste von Gruppen und Rollen vergeben. Ich schalte da mal auf einen anderen Podcast, der das etwas extensiver nutzt. Nämlich die Freakshow, da habe ich mich mal richtig ausgetobt mit dem Feature. Da kann man das auch schon sehr schön sehen, wie das zum Einsatz kommt. Das ist hier so mein Default. Das heißt, ich habe hier so die Leute, die normalerweise im Team sind, die werden dann gleich mit eingefügt und ich lösche dann einfach die, die nicht da waren. Das ist deutlich einfacher, als immer auf alle zu kommen, die dabei waren. Und diese nehme ich dann auch noch in eine bestimmte Gruppe. Das heißt, ich habe mir eine Gruppe gemacht, die heißt On Air. Und eine Gruppe ist für mich eben so diese Idee, es gibt so verschiedene grobe Kategorien, die ich unterscheiden will in der Art und Weise, wie der Beitrag geleistet wurde zu einer Sendung. Und einer dieser Beiträge ist, war Teil der Sendung selber, also On Air, hörbar. Und die Rolle beschreibt dann sozusagen noch so ein bisschen, auf welche Art und Weise man da Teil war. Das kann man irgendwie, jeder kann das in seinem eigenen Podcast nochmal anders nuancieren, aber ich fand es recht wichtig, dass man eben nicht nur eine Kategorisierung hat an der Stelle, sondern eben zwei, die nur ein bisschen was anderes ausdrücken. Also wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden zu Gast habe in der Freakshow, dann ist die Gruppe immer noch on air, weil war ja on air. Aber die Rolle ist dann halt Gast. Und wenn ich halt irgendwo mal eine Liste aller Gäste machen will, die on air waren, dann kann ich das eben mit diesen Templates auch machen. Also so eine Gästeübersicht, wo dann nicht ellenlang alle Leute, die sowieso immer dabei sind, aufgeführt werden, was ja dann an der Stelle ein bisschen langweilt. Und dann habe ich noch eine zweite Gruppe gemacht, die einfach sagt, Leute, die das unterstützt haben, dass diese Sendung so war, wie sie war, aber die eben jetzt nicht on air waren. So, und das ist dann halt in der Regel halt David mit seinem Previously-Intro, die Shownotes als Organisation. Ja, also manche machen das ja auch so, dass jeder einzelne Shownoter hier auch noch mit aufgenommen wird. Das kann man natürlich machen. Ich denke mir halt so mal so, da ja immer hier noch ein Flatter-Button mit verbunden ist, ich unterstütze sozusagen immer die Organisation, die da auch konkret investiert, also Infrastruktur schafft etc. Dasselbe dann eben auch für das Streaming, wenn es welches gab, was es in der Regel gibt. Ja. Ja. Ja, ja, der war dann mal, das können wir ja mal kurz mal schauen. Ob ich das auch richtig eingetragen habe, es steht jetzt nochmal auf einem anderen Blatt, aber im Prinzip ist es so gedacht. Bei Huckel war es, glaube ich, auch mal so. Ja. Hier, ne? Schauen wir mal rein hier, MM96, seit wann ist mein Admin-Bar eigentlich weg? Dieses WordPress, ey, das nervt.
So, hier haben wir das. Ja, jetzt hast du mich hier. Das habe ich nämlich vor kurzem erst zugefügt, aber ich kann dir zeigen, wie ich es mache. Ja, also an der Stelle wäre er halt dann irgendwie Gast und der Rest wäre dann halt Team. Ja? Ich habe mir viel Mühe gegeben, hier nachträglich alles zu machen, aber wenn man dann halt irgendwann mal neue Standards einführt, dann das nachträglich alles zu pflegen, ist etwas Arbeit. Aber geht. Ja? Also das ist so die Idee dahinter. Vielleicht nochmal zu den Kontributoren selber. Da gibt es ja auch einiges einzutragen. Da wird es demnächst sicherlich auch noch so ein Tapped-Interface geben, wie das beim Podcast ist. Ich nehme jetzt hier einfach mal David, damit es nicht immer ich bin. Hier kann man also, ja, das ist vielleicht auch noch ein bisschen verwirrend. Also man kann halt hier einen Realnamen eingeben und einen Nickname eingeben. Man kann auch noch einen Public Name eingeben. Was steckt dahinter? Also Realname, manchmal muss man den sich einfach notieren, weil man die Leute selber darunter gespeichert hat. Manchmal gibt es aber auch Leute, die sind eigentlich im Wesentlichen nur unter ihrem Nickname bekannt. Gibt es ja auch. Ja? Trotzdem braucht man diesen Realnamen irgendwie so. Dann ist es aber immer noch eine Frage, wie diese Personen in der Öffentlichkeit genannt werden wollen. Können sein, dass sie grundsätzlich unter einem ganz anderen Namen auftauchen wollen. So in diesem Podcast bin ich immer Anonymous. Ja? Gibt es ja alles. Oder eben mit dem Realnamen oder nicht. Wenn man hier oben nichts einfüllt, aber hier, dann sieht man ja schon, ne? Dann ist es automatisch der Realname. Wenn ich jetzt hier nichts habe und da den Nickname, dann ist es automatisch immer der Nickname. Und wenn man halt irgendwie was anderes haben will, so wie, was weiß ich, David the Warrior Scribane, dann muss man das halt einfach da hinschreiben. Ja, dann kann man hier irgendwie noch Geschlechter verteilen. Da gibt es dann übrigens auch noch dieses Not Attributed. Das ist, wenn man so einen Eintrag verwendet für Organisationen zum Beispiel. Also Shownotes haben jetzt irgendwie so kein bestimmbares Geschlecht, deswegen so. Ne? Also warum haben wir das überhaupt drin? Wir wollen halt, ich war halt so ein bisschen hinter diesen Gender-Statistiken, weil das einfach mal ein wichtiges Thema ist und dass man da auch einfach selber ein bisschen Überblick bekommt. Avatar. Diese ID braucht man normalerweise nicht, aber wenn man mit Templates arbeitet, wird die dann ganz wichtig, weil dann kann man nämlich auch so einzelne Personen auf Teamseiten, kann man sich auch die ganzen Informationen einfach hier rausholen mit dem Template. Das, diese URI, das wird wenigen was sagen, das haben wir zwar schon drin, aber das ist noch nicht so richtig benutzt. Das ist so ein bisschen die Vision, dass man irgendwann mal podcastübergreifend immer unter demselben Kennung zu erkennen ist. Dass man so Suchmaschinen die Möglichkeit gibt, auch podcastübergreifend Personen zu finden. Ups. Und ja, der Rest ist dann halt relativ klar. E-Mail, Adresse, Flutter-Account und dann kann man halt hier noch so beliebige Dinge mit eingeben. Also wir haben ja alle möglichen Systeme, die irgendwie uns sinnvoll erschienen, hier mit drin. Ja, also alles, was in irgendeiner Form so eine Social-Media-Präsenz sein kann, das werden wir auch noch ein bisschen ausbauen. Wenn euch da irgendwas fehlt, müsst ihr uns das einfach sagen. Ja, also jede Webseite, die irgendwie halbwegs in Benutzung ist, kann da gerne mit reinkommen. Das ist für uns jetzt nicht so wild. Es gibt noch so ein paar Schwierigkeiten, zum Beispiel mit Facebook, weil manchmal hat man da einen Accountnamen und manche haben aber nur irgendwie so eine komische Page und dann gibt es da nicht so einen richtigen Namen dafür, sondern ist das sowieso eine skurrile URL. Demnächst werden wir wahrscheinlich so zwei Einträge haben, so Facebook-Account und Facebook-URL. Bei Google Plus ist es ähnlich konfus, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, und dann halt hier noch diese Donation-Geschichte, halt Wishlist und so weiter, Dogecoin, alles, was der Podcaster so braucht. Ja, das ist so das, was im Wesentlichen passiert ist im letzten halben Jahr. Wie geht's weiter? Also, ich bin ganz glücklich, sagen zu können, das nächste große Feature, was jetzt gerade sich in Entwicklung befindet und wo die ersten ein oder zwei Schritte auch schon stattgefunden haben, werden Statistiken sein. Ja, also
Das war echt bitter nötig, aber da mussten wir auch wirklich sehr lange drüber nachdenken. Wir verfolgen da auch einen interessanten dualen Ansatz. Erstens, über so Redirects wird es die Möglichkeit geben, alle Zugriffe, die quasi von irgendwo herkommen mit bitte gib mir die Datei, dass wir die über einen Redirect umleiten und dadurch zählen können. Das heißt, wir werden im Publisher selber eine Datenbank haben, der Statistiken über, naja, wie wir das dann nennen, Download Intents macht. Weil wir wissen ja nicht mehr als ein Programm da draußen tut so, als wollte es sich etwas herunterladen. Ob es das dann auch am Ende tut, entzieht sich unserer Kenntnis, aber wir können zumindest die Absicht, dass hier ein Download gestartet werden soll, mitzählen. Das ist so das Erste. Das Zweite, was wir machen, ist, dass wir optional diese URL, die dann nach dem Redirect rausgegeben wird und auf die dann das Programm, also der Podcast-Client oder was auch immer, drauf zugreift, dass wir die auch noch um Tracking-Informationen in der URL ergänzen. Man kennt das so, wenn man so auf Twitter auf irgendwelche Links klickt, dann hat man immer noch so einen Mumpitz hinten dran mit Fragezeichen, UTM, Source und so, dieser ganze Kram. UTM, das ist irgendwie das Ding von Google. U steht für, ich hab's vergessen, irgendeine komische Bude, die sie mal gekauft haben. Bitte? Urchin. Urchin, genau, ja. Urchin Tracking Module oder sowas. Wir bauen da was Eigenes. Bei uns heißt das dann PTM, Podlove Tracking Module, und arbeitet auch so ähnlich. Warum machen wir das? Wir wollen die Möglichkeit geben, auch Backend-Statistiken machen zu lassen, sehen das aber nicht als unsere Aufgabe an. Das heißt, wir packen in diese Links Informationen rein, dass wenn man seine Webserver-Logfiles für Statistiken auswerten möchte, dass man diesen Kontext hat. Das heißt, auch eine Backend-Analyse-Software kann sagen, ah, hier wurde auf die Episode mit dem Namen sowieso zugegriffen und hier kam die Anfrage aus einem Feed heraus und hier wollte der Webplayer was runterladen. Also diese Informationen haben wir nicht nur dann im Client, sondern wir haben sie theoretisch auch im Backend, sofern es eine Backend-Software gibt, die so eine Logfile-Auswertung macht. Mir sind bisher zwei Lösungen bekannt, die theoretisch das Richtige tun. Das eine ist von Dennis, dein Podstats hast du es genannt, ne? Tool. Kannst du dann selber in irgendeinem Workshop ausbreiten, was das irgendwie kann oder nicht kann. Und Astro, der leider nicht hier ist, aus Dresden, hat da auch was gebaut. Das heißt Pentastats, das verwenden die für ihr Penta-Radio. Das ist halt so recht muckelige Backend-Software, die man dann meistens noch an viel anpassen muss. Unsere Hoffnung ist, dass eben Backend-Software kommt, die dann eben unsere Redirect-Standards quasi mit unterstützt und dann eben auch im Backend so eine Auswertung machen kann. Das Pfiffige jetzt ist, dass wir im Prinzip eine Chance haben, irgendwann auf gleicher Augenhöhe unsere Download-Intents gegen tatsächliche Downloads im direkten Vergleich zu haben, sodass wir dann mal rauskriegen können, wie weit eigentlich die Absicht und die tatsächliche Aktivität auf dem Webserver überhaupt miteinander vergleichbar ist. Ja. Das Problem ist, dass diese ganzen Webbelizer, Piwik und so weiter einfach überhaupt nicht in Podcast-Dimensionen denken. Also Visits, Page-Views und so weiter, also da ist einfach überhaupt nichts drin abgebildet. Also es gibt da nichts, wo man reinpluggen könnte. Ja, vielleicht fällt da irgendjemand was ein und kennt sich da irgendwie aus und hat eine Idee, wie man das da einbauen können. Meinetwegen, aber ich kenne mich da selber nicht aus und ich mache sowas auch lieber selber. Ja? Weil wir wollen dann eben eher so eine ziselierte Aufteilung über die Zeit machen, wo man eben auch sagen kann, zeig es mir jetzt in Tages- oder in Wochenauflösung oder in Stundenauflösung, vergleich die Episoden gegeneinander. Ich träume so ein bisschen von so Download-Koeffizienten, dass man im Prinzip schon nach einer Woche, nach einer Veröffentlichung sagen kann, okay, diese Sendung wird 12% häufiger abgerufen als der Durchschnitt meiner Sendung oder sowas. Ja, das sind alles solche Sportarten, die man dann denken kann. Ja, Sekunde, ich muss noch mein One More Thing machen. So, bevor die Unruhe jetzt hier sich Bahn bricht, noch eine weitere gute Nachricht. Wer hat jetzt den Beamer ausgeschaltet? Ich? Er sich selber? Genau.
Da hinten ist zu viel Lautstärke. Da hinten bitte. Hallo. So, oder? Haha. Es gibt weitere gute Nachrichten. Und zwar Juri und Alexandra und auch mit Unterstützung von einigen anderen. Wo ist eigentlich Frank? Ist er da? Nee? Es fehlt noch einer. Ah. Da ist er doch. Genau. Und der Frank. Das sind so ein bisschen so die Ninjas, die sich jetzt mal einem anderen großen Problem angenommen haben. Wir werden nämlich diesen Webplayer auf Vordermann bringen. Und große Dinge zeichnen sich ab. Das hier ist so eine Art, das ist nicht im Ansatz das finale Ergebnis, das ist der aktuelle technische Zwischenstand. Aber man sieht hier schon mal ganz gut, worauf es hinausläuft. Wir bauen das Ding irgendwie um. Und zwar erstens bauen wir das um so in diesem Alignment von dem ganzen Kram. Der Podcast-Titel wird mit angezeigt. Endlich der ganze Audio-Kontrollbereich wandert nach rechts. Logo und Informationen wandert nach links. Und das, was hier vorher immer noch mit so im Text mit herum holperte, diese ganzen sonstigen Sachen, die werden jetzt so als Tabs hier unten an der unteren Seite einzeln eingeblendet. Ja? Dadurch werden dann auch so Dinge möglich wie Downloads direkt aus dem Webplayer, was ja derzeit alles noch so eine separate Geschichte ist. Natürlich die gewohnten Kapitelmarken, Sharing und so weiter. Und da wird noch eine ganze Menge mehr reinkommen. Also geht mal davon aus, dass diese Tab-Liste sich in zunehmendem Maße erweitern wird. Und technisch ist das im Prinzip so, dass wir Apps im Player haben. Also diese Tabs sind sozusagen kleine Anwendungen und werden in zunehmendem Maße Dinge tun, die so bisher nicht getan wurden und sollen vor allem die Timeline und die ganzen Metadaten nochmal auf eine ganz neue Art und Weise nach vorne bringen. Also wir werden auch die Personen zum Beispiel damit reinbringen, die Kontributoren, die derzeit ja separat angezeigt werden, die kommen damit rein. Georg hat da, glaube ich, nachher auch noch ein bisschen was Interessantes zu erzählen, was bei Auphonic so passiert. Das werden wir auch alles unterstützen. Da nehme ich jetzt mal nichts vorweg. Und vor allem, wir wollen halt die Timeline verbessern. Ich muss jetzt noch mal kurz noch mal was zeigen. Wo sind wir denn hier? Sven, du hast auch schon wieder neue... Ja, ich zeig mal so ein bisschen was. Das sind wie gesagt Mockups, die so ein bisschen zeigen, wohin die Reise gehen wird. Ja, das heißt nicht, dass es genau so aussehen wird, aber das zeigt schon mal so in etwa, was wir eigentlich vorhaben. Ich mache das nochmal ein bisschen größer. Ja, also wir wollen erstmal hier auch diese Kontrolle über diesen Progressbar so ein bisschen übernehmen. Man sieht das jetzt hier so ein bisschen schlecht, hier sind noch so kleine Spalten drin. Also wir wollen auch diese Kapitelmarken visuell deutlicher machen und so stärker unterscheiden zwischen, was ist jetzt geladen, wo befindet man sich etc. Und hier diese Kapitel kommen dann hier sozusagen als zusätzliche Informationen mit rein, dass man das dann hier auch so mit Beschreibungen mischen kann und so. Das ist auch noch so ein bisschen, da ist noch so ein bisschen Weg zu gehen. Auch das hier ist erstmal nur so ein Mockup, aber könnte auch schon mal zeigen, wie man dann zum Beispiel Shownotes hier integrieren kann. Ja, also dass man auch diese OSF-Shownotes hier so ein bisschen intelligenter mit reinbauen kann. Hier ist auch schon ein Element, was wir planen. Was ganz pfiffig ist, nämlich der Folge-Button. Das Ding ist, es gibt viele Informationen, die hängen wirklich an dieser Zeitachse mit dran. Das sind zum Beispiel eben diese live geschriebenen Shownotes, das könnten genauso natürlich auch die Kapitelmarken sein, das könnte aber auch sein ein Transkript oder ein Chatlog einer Sendung. Ja, also wenn da live mitgechattet wurde, Leute sagen irgendwas zu irgendeiner bestimmten Uhrzeit, das hat alles relativ klaren Zeitbezug. Und wenn man sich jetzt hier im Webplayer, während die Sendung so läuft, sowas anzeigt, dann kann man halt schön rumscrollen, sich angucken, ah, was wird denn da noch irgendwie gesagt. Man kann aber auch hier auf diesen Live-Folgen-Button klicken
Und dann geht man in so einen Auto-Update-Modus, dass das Ding dann automatisch mitscrollt und einem immer genau das anzeigt, was gerade relevant ist. Also der Player soll sozusagen die Möglichkeit bieten, immer zu zeigen, so das ist jetzt das, was jetzt gerade passiert. Dass man dann einfach so Couch-Potato-mäßig davor sitzt und sich das irgendwie alles anschaut. Richtig schick wird es, wenn es dann um Bilder geht. Jetzt wird Cornelis wahrscheinlich Schluck aufkriegen. Ja. Wie gesagt, nichts garantiert, dass es wirklich am Ende so aussieht. Ja, also hier Bilder als Metadaten. Also wir wollen grundsätzlich das Konzept eines Fotoalbums vorsehen. Das heißt, Bilder sind Teil der Gesamtinformation. Das ist so, wenn man, was weiß ich, ich habe jetzt einen Podcast von einer Konferenz gemacht und dann habe ich auch noch irgendwie 20 Fotos gemacht. Dann werfe ich die da mit rein. Dann haben die eine bestimmte Reihenfolge, aber die haben nicht zwangsläufig so einen Zeitbezug. Man kann aber natürlich auch mit Zeitbezug arbeiten und sagen, die Bilder sind die Slides meines Vortrags. Oder wie bei euch, das sind jetzt die Fotos, die genau in dem Moment erstellt wurden, wo jetzt gerade Klick gemacht wird im Podcast. Ja? Und vielleicht könnten wir das Klick dann auch noch automatisch einspielen, dann muss man das noch nicht mal... ja gut, das ist Zukunftsmelodie. Ja, es gibt ja auch noch so ein kleines Video, was so ein bisschen dann auch noch diese... Geschichte anzeigt, wie das so aussehen könnte mit dem Folgen. Ja, also hier kann man jetzt erstmal Bild für Bild so einfach durchgehen und wenn man dann aber da oben auf diesen Live-Folgen-Button klickt, dann läuft das halt hier so durch und immer wenn eben so ein Punkt erreicht wird, wo ein Bild an der Zeitachse ist, dann aktualisiert sich das automatisch. Könnte ich da Videos embedden? Also Videos sind jetzt nochmal ein Komplexitätsgrad drüber. Also ich wäre schon mal sehr froh, wenn wir das mit Bildern hinbekommen, weil das hat schon sehr viele Dimensionsachsen an Komplexität, die sich daraus so ergeben. Und wenn man die gemeistert hat und das irgendwie eingearbeitet hat, dann, ja, dann könnte ich mir das vorstellen. Ne? Ja, also coming to a Podlove Publisher near you, soon, irgendwann. Also das ist gerade in Aktivität. Das ist ein kompletter Rewrite. Also das ist keine Änderung des aktuellen Players, sondern der alte Code ist komplett zermahlen worden und wird noch gerade weiter gemahlen und wird so in frischem HTML5 Klimbim daherkommen. So, und außerdem noch Abwasch und ne, macht einfach alles, vor allem glücklich. Ah ja, genau. Und, richtig, guter Hinweis, er soll natürlich dann auch gleich in dem Schritt komplett responsive sein. Das heißt, das Ding soll dann eben auch noch verschiedene Größen haben. Wie genau, wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall gibt es halt einen View, der so, ne, so Telefon-Size hat, wo dann eben die Dinge anders angeordnet sind. Dann eben dieser typische Embed-Size. Im Übrigen ist der neue Player auch embeddable. Das heißt, anders als jetzt, wo er einem einfach in das normale HTML mit reingerotzt wird und dann zwangsläufig in Konflikt gerät mit dem Theme und dem CSS, was viele Leute von euch vielleicht schon mal gehabt haben, dieses Problem. Ja, das wird demnächst allein dadurch wegfallen, dass der Player selber in einem iframe daherkommt und von daher komplett isoliert ist von dem ganzen Theme drumherum. Also die Probleme sollten zu dem Zeitpunkt schon weg sein, wo wir das selber embedden. Und in einem nächsten Schritt wird es hier auch noch ein Embedding-Interface geben. Das heißt, man wird dann den Podcast, so wie man das bei YouTube-Videos und Vimeo und so weiter auch gewohnt ist, auch in andere Blogs embedden können. Und dort mit allen Metadaten, mit allen Kontributoren, mit allen Flatter-Buttons und so weiter auch dort präsent haben. Also das ist sozusagen auch so ein Ziel, mit dem Player so ein bisschen rauszugehen aus dem eigenen Blog und noch mehr Möglichkeiten zu haben. Und diese Responsive-Geschichte, wissen wir noch nicht ganz genau, wie weit wir das treiben. Was sehr wünschenswert wäre, was noch nicht existiert konzeptionell, ist eben auch so eine totale Mini-Version davon, also so ein Mini-Player, den man so in Archivseiten vielleicht zum Einsatz bringen kann. Dann eben diese Phone-Size, die Block-Size und vielleicht auch noch so ein Desktop-View, Fullscreen-View mit irgendwie total immersive Experience und Cyberspace und Datenhandschuhe und so weiter. Ja. Mit Oculus Rift Support. Wo man so richtig eintauchen kann in den Podcast. So, jetzt habe ich genug überzogen. Genau, ihr habt jetzt keine Pause mehr. Genau, das war's.